Wunderschön. Hier ist, sind wieder mal die ausgesetzten, nee, die aussätzigen Zauberer. Ja, mit einer neuen Folge. Diesmal mit Graham und dem Dan. Ja. Und hallo. Die, das klingt ja gut, die ausgesetzten Zauberer oder die ausgesetzten Aussätzigen. Ja. Oder wir haben mal wieder ausgesetzt und jetzt senden wir mal wieder. Oder so, ja. Oder so. Ja, das und war ich ja schon. Ich habe mir gedacht, Vorbereitung hilft ja, ne? Und ich habe mir gedacht, ich bereite jetzt mal was vor, ne? Und zwar, was sind eigentlich so nach fast 100 Folgen, kann man ja das mal machen, so Grundfragen zum Datenschutz, ne? Und habe so die bekannten Suchmaschinen angeworfen und die ersten 1000 Treffer ist Werbung. Meistens von, ja, mehr oder weniger Leuten, die einem Beratung verkaufen wollen zu dem Thema. Das ist echt irgendwie, habe mir das Thema vermiest. Und dann habe ich mir gedacht, suchst du mal nach FAQ, weil das ist ein bisschen moderner, ne? Und da war es ähnlich, aber da sind einige Perlen dabei und die lese ich dir jetzt mal vor und du darfst beantworten. Und dann können wir da mal einsteigen. Also FAQ zum Datenschutz. Yep. Und zwar ist da eine Frage, wie ist die unterbrechungsfreie Stromversorgung ausgelegt? Ja, unterbrechungsfrei halt. Technisch also, und automatisch. Frage zur Stromversorgung steht als Überschrift. Ja. Na ja, gut, wie ist die unterbrechungsfreie Stromversorgung ausgelegt? Willst du die Antwort wissen? Ich die Antwort noch nicht. Ich will mal selber eine Antwort geben. Okay. Also einfach ein bisschen entschuldigen. Also der Datenschützer muss lachen, ne? Weil das hat ja erstmal, das ist, ja, also es geht um Persönlichkeitsrechte und wir fragen nach unterbrechungsfreien Stromversorgung. Sehr, sehr weit hergeholt kann man natürlich schon argumentieren. Natürlich hat das auch mit Datenschutz zu tun. Weil da logischerweise das ja infrastrukturell ein Thema ist, was dafür sorgt, dass technische Maßnahmen letztendlich auch funktionieren, wenn sie funktionieren sollen. Weil wenn bestimmte Schutzmechanismen oder Technik an sich, jetzt Computer, Rechenzentren und sonstige Zeugs, nicht mehr funktioniert, führt es ja sehr, sehr häufig, das ist so das Einleuchtendste an der Stelle, sehr, sehr häufig dazu, dass dann wieder andere Prozesse greifen, die in der Regel dann nicht so gut funktionieren. Also manuelle Prozesse zum Beispiel. Und dann wird dann wieder ausgedruckt oder per Fax verschickt oder so, keine Ahnung. Also solche Dinge können da passieren. Deswegen ist es natürlich schon auch am Rande ein Datenschutzthema. Aber es ist, liebe Leute, nicht wirklich ein Datenschutzthema. Aber was sagen denn die Leute? Also der Punkt ist, also ich muss das jetzt mal vorlesen, weil sonst kriege ich es gar nicht zusammen. Also Frage zur Stromversorgung. Ja. Wie ist die unterbrechungsfreie Stromversorgung ausgelegt? Antwort Doppelpunkt. Die USV wird durch den Betreiber des Rechenzentrums folgend bereitgestellt. Redundante USV-Anlagen, Batteriebetrieb ca. 15 Minuten, Netzersatzanlage, Notstromdiesel für den autonomen Betrieb. Das ist jetzt nicht falsch. Was ich aber, sagen wir so, ich bin ja Optimist, ne, und versuche das Positive zu finden. Immerhin, die haben quasi schon im Titel einiges richtig gemacht. Und zwar unterbrechungsfreie Stromversorgung hat in Fachkreisen die Abkürzung USV, ja, das stimmt, im Englischen UPS. Ne? Ja, ja, ja. Oder? Wird auch gern mit der Post verwechselt. Wird auch gern mit dem Thema, ne? Kurier oder mit den Transportern verwechselt. Ja, ja, steht für Uninterruptible Power Supply. Ja, ja, genau. Und das ist schon mal positiv, also USV und dann, wie es richtig in der deutschen Sprache gehört, erstmal ausschreiben und dann mit den Abkürzungen fortfahren. Ja. Aber wie du schon sagst, das ist schon etwas weit hergeholt, aber ja, Rechenzentrum hat was mit Datenverarbeitung zu tun. Klar. Also es ist nicht ganz falsch. Und aber ich sag mal so, ne, das Thema, warum muss man da drüber grinsen? Das, man, im täglichen Geschäft, wir sind ja da beide auch irgendwo im täglichen Geschäft immer wieder mit konfrontiert, diese, ich sage jetzt mal, Datenschutz, ne, als Name ist ja schon irgendwie nicht wirklich gut gewählt, weil es geht ja um Persönlichkeitsrechte und hat nichts mit dem Schutz der Daten zu tun. Aber sag mal so, einfache Antwort von mir wäre, es gibt 1000 andere Sachen, die viel wichtiger wären, was den Datenschutz oder das Privacy oder den Persönlichkeitsschutz angeht, wie die unterbrechungsfreie Stromversorgung. Jo, und das bringt mich auf eine Idee, ne? Wir hätten auch mal eine Möglichkeit zu sagen, einer wirft irgendeinen Begriff in den Raum und wie viele Hops brauchst du, um beim Datenschutzgesetz anzukommen? Also irgendein Stichwort wie zum Beispiel Banane. Wie kommst du quasi zu einem bestimmten Artikel mit einer schlüssigen Argumentation? Das können wir auch mal spielen, aber
Banane finde ich gut. Banane wird mir Folgendes einfallen. Okay. Wir hatten in den 90ern ja die große Wiedervereinigung in Deutschland. Und da war ja ein Ding, so alte Witze, ne? So, warum ist die Banane krumm, ne? Weil sie einen großen Bogen um den Osten macht und so. Und da kann ich mich noch an Bilder erinnern, wie dann so die ersten Händler rübergefahren sind und haben da Bananen kistenweise in die Menge geschmissen, weil die alle wie verrückt da drauf waren. Da ist eine ganze Menge auf der Strecke geblieben, auch so vom gesunden Menschenverstand miteinander umzugehen oder gerade so dieses Verhältnis Staat und Bürger und so, ne? Da hätte es auch dem Datenschutz, glaube ich, ganz gut getan, das eine oder andere rüber zu retten. Auch von der Art und Weise, wie man damit umgegangen ist mit der, ich sage jetzt mal, innerhalb der DDR, mit den ganzen, mit den Füßen letztendlich abstimmen zu gehen und solche Sachen. Da ist viel auf der Strecke geblieben, könnte man sich drüber unterhalten. Auf jetzt einen konkreten Artikel zu kommen in der DSGVO, da würde ich mich jetzt mit der Banane schwer tun. Wir könnten noch die Buchstaben durchgehen, ob die anderen Reihenfolge sind. Aber Banane ist natürlich auch, aber mal ernsthaft, ne, was dieses Thema USV, ne? Also das passiert ja in der täglichen Auseinandersetzung mit dem Thema Datenschutz und Privacy doch sehr, sehr häufig, dass einfach durcheinander gebracht wird, was sind rein technische Maßnahmen, um was sicherer zu machen in der Verarbeitung. Und wie eben schon gesagt, hat das natürlich auch immer irgendwie damit Datenschutz zu tun, weil ja auch personenbezogene Daten betroffen sind, wenn was funktioniert, nicht funktioniert oder nicht ausreichend gut funktioniert. Aber führt natürlich gerne dazu, dass genau solche komischen Fragen eben in eine ganz falsche Ecke geschickt werden, gestellt werden, nämlich die Frage zu, haben wir denn eine gute Stromversorgung im Rechenzentrum und damit gleichzusetzen, wir haben einen guten Datenschutz. Ne? Und das siehst du halt, wenn du, glaube, das kennst du auch, geh mal auf irgendeine Webseite, geh mal unten auf Datenschutzhinweise, guck dir das mal an, was da manchmal für ein Kokolores steht. Ne? Ja. Oder auch zu Produkten, was da aufgeführt wird, warum das besonders toll ist. Ja. Wie jeder von diesen Dingern fängt an mit dem Satz, wir nehmen Datenschutz ernst. Ja. So, ja. Und dann steht dann irgendein Krempel, wo du dann 1000 Klickers machen musst, weil deine Daten an alle möglichen anderen Firmen geschickt werden sollen. Ja. Weiterverkauft werden. Ja. Absichtlich oder unabsichtlich oder aus Dummheit. Ja, siehe jetzt ganz aktuell, dieses schöne Thema fand ich schön, in Anführungsstrichen, natürlich nicht schön, aber schönes Thema, weil sowas natürlich schon mal aufliegt, nämlich dieses Thema da mit dieser, wie heißt diese App, wo du diese Nachverfolgungsding Luca. Da in Restaurants? Luca, genau. Luca, wo dann jetzt mittlerweile rausgekommen, über 20 Polizeistellen da schon an Daten abgegriffen haben, um irgendwelche Leute nachzuverfolgen, die nicht infiziert waren, die nicht in andere Delikte. Genau, aus anderen Gründen. Ne? Genau. So. Und das ist eigentlich eine Unmöglichkeit. Ja, ja. Das ist ganz, ganz schlimm. Ne? Und die denken jetzt ernsthaft drüber nach, diese Luca-App auf ein anderes Geschäftsmodell zu stellen. Ne? Also das ist auch irgendwie lustig. Irgendwie. Ja, das ist ja traurig. Okay, dann hätte ich noch eine. Ja, das sind ja mehrere FAQs. Also ich werde es nicht verlinken und ich werde nicht die Firmennamen vorlesen, wobei das ist veröffentlicht. Also das ist einfach über eine Suchmaschine auffindbar. Ihr könnt euch ja das selber anstrengen. Ja, genau. Weil das sind jetzt ganz viele Firmennamen genannt bei einigen Sachen, wie zum Beispiel Frage zum technischen Dienstleister. Ja. Was macht der im Auftrag des bla bla bla? Und dann, wobei, das versteht auch keine Sau. Ist im CRM-Vertrag 2 in Anführungszeichen bla bla bla, technischer Dienstleister, Dokumentennummer bla 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 geregelt. Dieser wie auch alle anderen CRM-Verträge sind in der Wissensdatenbank zu finden. Was ist jetzt CRM? Haben die ein Sicherheitsproblem und ich bin im Intranet gelandet? Nee, das ist verschlüsselt. Also das Frage, ich muss dann mal recherchieren. Also wie gesagt, ich verlinke das jetzt nicht, aber ich gebe dir jetzt eine andere Frage. Frage zum Trennungsgebot. Wodurch ist eine Datenvermischung mit anderen Kundendatenbanken ausgeschlossen? Ich könnte jetzt sagen A, B und C, aber jetzt Trennungsgebot. Erklär mal kurz, was ein Trennungsgebot? Naja, verschiedene Zwecke, ne, der Verarbeitung sind natürlich getrennt voneinander zu betrachten und auch zu verarbeiten. Ne? Also wenn ich
die große Diskussion Data Lakes, ja, oder Big Data, wir werfen alles in eine riesen Datenbank und versuchen dann hinterher irgendwie schlau draus zu werden, was uns die Daten da alle so erzählen. Das geht halt nicht, ne? Es muss von vornherein festgelegt sein, wofür brauchst du die Daten, wie werden die verarbeitet, und das muss natürlich auch voneinander getrennt sein, ne? Gerade wenn du Dienstleister bist und das für mehrere Kunden machst, ne? Kann man auch anders sehen, und zwar, wodurch ist eine Datenvermischung mit anderen Kundendatenbanken ausgeschlossen, also wirklich ausgeschlossen. Ja. Die gesamten Kundendaten sind per 1:1 Relation an den Mandanten gebunden. Ja, genau. Das absolut hat was. Geil, weißt, da freue ich mich, wenn dir das einer erzählt. Du weißt dann wenigstens, woher sie kommen. Ne? Das ist ja… Ja, aber so wird das ja, naja, das ist schon, also. Ich meine, es ist nicht falsch, ne, aber ja, ausgeschlossen kann, ist es allein durch diese Maßnahme nicht. Ja, das heißt aber, ich kann das schon nachvollziehen, ne, das ist ja der typische IT-Ansatz, ne, wenn du mit echten IT-Lern dich unterhältst, die gucken dich ja als Datenschützer dann auch immer ganz groß an. Was willst du eigentlich jetzt von mir wissen, ja? So, uns ist in der Datenbank klar, dass das jetzt von der Firma, weiß ich nicht, Den kommt, und das kommt von der Firma Graham, und allein, dass wir das wissen, haben wir zumindest eine Chance, das auseinanderzuhalten. Aber genau das ist der Punkt. Es gibt eine Chance, das auseinanderzuhalten. Das muss halt nur richtig programmiert sein. Ja. So, das ist natürlich keine ausreichende Antwort. Es ist aber typischerweise so ähnlich, wie wenn du fragst, habe ich hier letztens mal gehabt, finde ich immer wieder lustig, so Techniker fragst, ja, wie wird denn hier sichergestellt, dass die Datensätze gelöscht werden? Ja? Und dann kommt halt als Antwort, ist in einem automatisierten Verfahren gewährleistet. Ja, das ist halt die Antwort dazu. Okay, kann man hinschreiben, ist aber so ein bisschen neben der Fragestellung, ja, weil da kannst du auch sagen, ja, sie werden halt gelöscht. Ja, genau, so. Glaubt uns, wir löschen. Ja, genau, wir löschen das schon. Also so ist das nicht. Ne? Wäre ja auch sonst zu teuer. Ne? Ja. Ja, bei der einen oder anderen Datenbankfirma ist das auch so. Ne? Da bezahlst du ja pro Datensatz irgendwie Geld. Ist ja ein Datenschutzfreundliches Geschäftsmodell. Ja, aber es ist ein datenschutzfreundliches Geschäftsmodell. Das stimmt, weil das ist so teuer. Für jeden Datensatz, den du da drin hast, musst du halt ein Euro zahlen. Dann wirst du dann anfangen, die Dinger schnell rauszukriegen, wegzulöschen, wenn du sie nicht mehr brauchst. Ne? Okay, dann hätte ich noch eine, und zwar Frage zur Sicherheitssoftware. Also wie gesagt, Datenschutz und Sicherheit. Ne? Es muss nicht jeder auseinanderhalten. Also, und man kann das auch zusammenbringen, hat man schon. Ja, und zwar, macht auch Sinn. Welche Virenscanner, Firewalls, Verschlüsselungsprogramme und Spamfilter werden eingesetzt? Ja, schön, gute. So, Antwort. Virenscanner. Clam AV. Ja. Kann man machen. Man kann alles machen. Okay, ja. Das geht weiter. Firewall, Firm, IP-Tables. Ja. Verschlüsselung. OpenSSL. Ah, immerhin. Ja, wenn die jetzt schreiben, ne, wir verschlüsseln deine Daten. Also das ist jetzt, ja, das ist jetzt eine Seite, typische, die hat mit Gesundheit zu tun. Ne? Also im medizinischen Bereich. Schlimm. Ganz schlimm. Verschlüsselung, das sind ja besonders schützenswerte Daten in der Regel. Ja. Damit wir jetzt nicht die Leute unwissend lassen, weil manche sind ja nicht die Technik-Cracks, deswegen erklären wir euch das. OpenSSL, SSL Secure Socket Layer, das ist also ein Thema, da kann ich Daten beim Transport schützen. Das ist das, was ein Browser macht, wenn er das Schlosssymbol anzeigt oder HTTPS macht. Oder wenn ich das auf einer Ebene, halt auf der technischen Ebene, während die Daten über eine Leitung gehen oder über ein Netz gehen, wenn ich die absichere, also das reine macht Übertragungs, das. Genau, reiner Übertragungsschutz. Genau. Ja. Und wenn ich jetzt aber mit medizinischen Sachen zu tun habe und die sagen, wir setzen Verschlüsselungsprogramme ein, OpenSSL ist mehr ein Protokoll, oder? Ja, es ist ein Programm, im theoretischen Sinne ist es auch ein Programm, aber es ist ein bisschen dünn. Ja, aber es ist ein typischer, also da vielleicht eine Anmerkung zu. Ne? Das ist auch ein typischer Fehler, der oft passiert im Datenschutz, in der Security sicherlich auch. Da hat man aber genug ausgebildete Leute, das ist ja mittlerweile IT-mäßig auch in den Studiengängen schon auch gut verankert, die das dann schon mal zumindest versuchen, so auf eine abstrakte Ebene besser zu strukturieren. Was sehr, sehr häufig passiert, ist eben, dass da wird eine Frage gestellt, die auf unterschiedlichsten Ebenen eine Fragestellung ist. Ja, also
Wie wird verschlüsselt bei Übermittlung oder Übertragung von Daten? Wie wird zum Beispiel verschlüsselt, wenn ich im Homeoffice sitze und mit der Krankenkasse oder was auch immer jetzt da dieser Arbeitgeber ist, da irgendwie auf die Programme gehe? Ne? Also über Übertragungssicherheit. Dann die nächste Ebene wäre, wie werden die Daten in den Datenbanken abgelegt? Die besonders schützenswerten Daten, wie wir sie ja kennen. Ne? Also gehen wir bei Gesundheitsdaten, wissen wir ja, müssen wir ja besonders aufmerksam sein und technische Maßnahmen ergreifen. Und das muss man dann auch auseinanderhalten und muss man auch unterschiedlich beantworten. Ne? Wird halt hier nicht gemacht. Da wird halt eine Antwort hingeschmissen und das hört sich irgendwie technisch total geil an und oh, hier du, also oben ist schon mal immer gut. Ne? Also wir machen nichts Proprietäres, sondern wir gucken auch mal in Open Source. Ja, wir haben einen Virenscanner und ja, wir haben, was war das andere Thema noch? Firewall. IP-Tables. Ohne Firewall, genau. Oh, ja, wir genau. Konfigurieren Ports. IP-Tables, oder genau. Wir blockieren IP-Adressen. Genau. Und das sind das beliebt und erfolgreich. Das kann man machen? In der einen oder anderen. Nicht mehr State of the Art, wenn man nicht mehr macht als das. Das kommt ja darauf an, wo das jetzt ist. Ja. Ne? Ist das jetzt nur im Sekretariat beim Weiß ich nicht. Zwischen zwei Servern. Ja, alles andere mag das alles noch gut sein, ja. Ist ja keine Antwort für die generelle IT von zum Beispiel einem Krankenhaus oder einem Arzt. Ja. Im Internet. Also, ja. Wenn ich Hacker wäre, wüsste ich jetzt schon mal, wo ich gucken könnte. Ja. Dass ich wüsste, das Sicherheitskonzept wird man wahrscheinlich auch finden. Das ist dann auch nicht weiter her, weil erst nochmal zu verschlüsseln. Die Story, ich weiß nicht, ob ich die in einer der fast 100 Episoden schon mal erzählt habe. Mein Lieblingsgutachten von dem Juristen war, ich habe jetzt, das war auch im medizinischen Bereich, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, ich habe hier mal aufgelistet die Fundstellen zur Verschlüsselung der medizinischen Daten. Und eine Fundstelle war dann irgendwo, die hat mich irritiert. Die Fundstelle war dann, der Arzt verschlüsselt die Daten nach, ich glaube, HLS7 war das. Und zwar, er ist angehalten, da eine Verschlüsselung einzuführen. Und zwar ist Folgendes, wenn jemand schon mal beim Arzt war und diese sage ich mal, auch die Kommunikation zwischen Krankenhäusern und Krankenkassen und irgendwelchen Abrechnungsstellen gesehen hat und die Statistik fürs Bundesgesundheitsministerium, da gibt es in der Tat Schlüsselnummern. Das heißt, die Krankheit, ich weiß nicht, genau. Krebs oder was auch immer, oder Mumps, Masern, hat eine Schlüsselnummer. Das heißt, alle Krankheiten haben irgendwie einen Zahlencode, damit man das digital besser verarbeiten kann und quasi dann Begriffe statistisch nutzt, ne? Auswerten kann, genau. Ohne das aufwendig zu machen, weil diese Verschlüsselung gibt schon lange und damals war Speicherplatz auch rar, hat man gerade schon mal. Mit Bits kann man Geld verdienen. Mhm. Und von daher, definitiv seitdem red ich immer, ich dachte immer, das wäre ein weißer Schimmel, aber kryptografische Verschlüsselung verwende ich seitdem, weil mir ist das einmal passiert quasi, dass ich in einem Gutachten gefunden habe, hier ist Verschlüsselung anzuwenden und da ging es tatsächlich um diesen Schlüssel. Der richtige Code für die Krankheit muss angegeben werden, was ja nicht falsch ist und auch Sinn macht, absolut. Aber nicht datenschutzwahr. Ja. Das ist sozusagen genau wieder der Punkt. Verschlüsselung, also kryptografische Verschlüsselung ist anders. Wir haben aber noch das vierte große Thema zur Sicherheitssoftware, Spam-Schutz. Wow. Was fällt dir da ein? Was wenden die jetzt an? Tipp mal. Hier, keine Ahnung. Müsstest du kennen, Spam-Assassin? Ja, kennst schon gehört. Ja. Und dann ist noch erklärt, wie sie es machen. Blacklists, Variable. Ja, klar. Derzeit bezogen von spamhaus.org. Ich weiß jetzt nicht. Ich mache das nicht. Spamcop.net und Sorbis.net und Graylisting. Immerhin, es ist nicht aus den 70ern, sondern es ist schon moderner. Graylisting ist schon richtig modern bei Spam-Schutz. Ja. Aber was hat Spam jetzt? Also das ist jetzt ein schönes Thema, einfach deswegen. bei allem anderen kann man noch irgendwie einen Zusammenhang mit Datenschutz herbeizaubern, sage ich jetzt mal. Ja. Aber hier bei Spam-Schutz fällt mir da wirklich nichts ein. Das ist so ähnlich wie deine Frage nach der Banane da. Ne? Ja. Zauberhafte Zauberer. So, jetzt gucken wir mal. Also ich will jetzt nicht nur die ganz schlechten Beispiele machen, sondern da gucken wir jetzt mal, ob noch was anderes ist. Ich gehe jetzt mal durch. Backup und Recovery. Ja. Wir benötigen das Backup- und Recovery-Konzept als Anlage zum Vertrag. Ja. Das ist jetzt, hätte ich auch was anderes erwartet. Immerhin erklären Sie, Recovery ist, Daten können gezielt
Ja, wie, das steht jetzt im FAQ oder was? SQL-Daten werden in das DBMS importiert. Also ja, wenn ich die Datenbank, ich importiere dann wieder eine Datenbank, okay. Weitere spezielle Programme werden für die Rücksicherung nicht benötigt. Ja, klar. Aber also SQL-Befehle zum Zurück. Ja, ja, hör auf mit dem Thema, da krieg ich Pusteln. Aber SQL, nee, wird ja auch als Secure verkauft. Nee, mal ganz kurze Frage, Kram. Die Geschichte jetzt da, das ist ein FAQ, der öffentlich ist, der im Internet steht, den man Von einer Organisation, die weltweit tätig ist im medizinischen Sektor. Und die sagen, und die schreiben da rein, sie brauchen das als Anhang für einen Vertrag. Und das ist eine Antwort auf ja, auf FAQs, also da steht das FAQ zum Datenschutz. Ich habe gesucht nach FAQ zum Datenschutz und bin dann gelandet auf einer Seite, die heißt FAQ zum Datenschutz. Okay. Und links oben ist ein Symbol und es geht um irgendwie irgendwas Medizinisches und ich weiß, die sind weltweit tätig. Okay, und da schreiben die sowas rein. Naja gut, ist eine Antwort. Also und brauchen auf jeden Fall einen Anhang zum Vertrag, das ist schon mal genau, was. Genau, das Schöne ist, ne, weitere spezielle Programme werden für die Rücksicherung nicht benötigt, das finde ich auch schön. Die Wiederherstellung erfolgt ausschließlich durch eingewiesene Mitarbeiter der Dingsbums GmbH, sodass kein unbefugter Zugriff auf die Backups durch beliebige Personen möglich ist. Ja, aber wie von denen dann aber schon. Ja, von denen dann schon, ja. Ja. Dann ist noch Backup, siehe Frage 3. Die Frage 3 heißt Frage zur Datensicherung. Ich klappe die immer erst auf in dem Moment, wo ich reingehe. Ne? Ich weiß nicht, siehe Frage 2. Wie wird die Datensicherung betrieben? Betreibt ja, mit Strom. Mit Strom. Inkrementell oder Full Backup? Aha, okay. Wann werden Daten gesichert? Was wird gesichert und wie wird gesichert? Definitiv, es ist ein Thema des Datenschutzes, um Daten vor Verlust zu schützen. Also das ist jetzt nicht so, dass das an den Haaren beigezogen ist, aber ja, langsam. Also aber auch wieder IT-Sicherheit. Auch da ist Verfügbarkeit und da Verfügbarkeit und dann bevor ich das frage als Datenschützer, frage ich tausendfach vorher, wie wird sichergestellt, dass keiner auf personenbezogene Daten zugreifen kann, im Backup und so weiter und so fort. Also solche Fragen, die würden mir da eher einfallen, wie wird da jetzt Full Backup gemacht oder nur die Änderungen gespeichert oder so. Okay, was ist die Antwort? Ja, erstmal, meine erste Frage geht auch in eine andere Richtung. Also was wichtiger ist, ist zum Beispiel, zu welchem Zweck verarbeitest du die Daten? Ja. Wer verarbeitet eigentlich die Daten? Welche quasi, wozu gehören die Leute? Also machst du das für dich selber, für jemand anderen? Ja, ja, macht ja, das jemand anderer für dich? Also in die Richtung frage ich auch immer erst, also Zulässigkeit der Verarbeitung, aber Datensicherung hinten raus, auch immerhin, das ist die dritte Frage. Und ich bin ja über einen Querverweis hier gelandet. Ja. Alle 4 Stunden wird ein Vollbackup der Datenbank auf 2 Wegen erstellt. Hotcopy, Sicherung der Daten im Binärformat und SQL-Dump, Export der Daten auf dem jeweiligen Server lokal. Das heißt, der Inhalt der Datenbank wird ins Filesystem ausgeleert. Und wir wissen ja, die Verschlüsselung Oder den Transport. In eine zweite Datenbank geschrieben. Die Datenbank kotzt das aus. Diese DB-Daten, die im Filesystem abgelegten Dateien, PDF und Docs, also Word und PDFs haben sie, sowie Konfiguration und der Programmcode der Anwendungen werden mit R-Snapshot auf einen entfernten Server verschlüsselt übertragen. Wissen wir ja, weil die SSL. Also die Übertragung ist verschlüsselt. Die Backups werden dort nach dem GVS-Prinzip gelagert. Sie unterliegen der folgenden Rotation. Also GVS-Prinzip kann ich jetzt ad hoc nicht auflösen. GVS, sagt mir nichts. Also da steht jetzt was von, die 4-Stunden-Sicherung wird 24 Stunden vorgehalten, 6 Versionen. Die jeweils älteste davon wird nachts in die tägliche Rotation verschoben und 7 Tage vorgehalten. Die jeweils älteste Tagessicherung wird am Wochenende in die wöchentliche Rotation verschoben und 4 Wochen vorgehalten. Die jeweils älteste Wochensicherung wird am ersten Tag des Monats in die monatliche Rotation verschoben und dort für mindestens 3 Monate, maximal 6 Monate vorgehalten, je nach verfügbarer Speicherkapazität. Hat man vorhin schon mal GVS ist Geld. Großvater, Vater, Sohn, also Generationsprinzip. Ah, deswegen. Und das ist die Erklärung quasi, wie das durchrotiert. Ja, aber das ist kein. Das ist die Sicherung erfolgt auf ein gespiegeltes Festplattensystem RAID 1. Ja, schön. Also das sind die typischen, das was wir eben auch schon mal hatten, ne? Dieses typische technische Gesülze, ja, das ist ja nicht unwichtig und das ist auch super interessant und da kann man mal nachgucken und wir haben ja jetzt auch was gelernt, ne? GVS-Prinzip, damit tue ich beim nächsten Mal wieder mal strahlen, wenn ich mal irgendeinen
blöd an die Wand laufen lassen will. Ne? Das ist aber genau das, was da passiert. Ne? Da wird technisch geantwortet in einer wie soll ich sagen, auch Sprache, die dich erstmal demütig werden lässt. Ja? Und wo du sagst, oh, hier, also wenn sich da einer Gedanken gemacht hat, also die haben sich Gedanken drüber gemacht. Also das kann nur gut sein. Das hat aber schon mal erstmal gar nichts mit Datenschutz zu tun. Das ist rein technische Antwort. Datenschutz, wie gesagt, sind 1000 zu Backup, auch 1000 andere Fragen, die mich da viel mehr interessieren würden. Und zum anderen, das ist eigentlich genau genommen, Leute blöd verkaufen, ja, für blöd verkaufen. Das ist so dieses typische Special-Geschwätz, ja, also dieses Schlag jeden tot mit irgendwelchen Insider-Abkürzungen und weiß ich nicht was, das hört sich halt alles ganz toll an, hat aber eigentlich überhaupt keine Aussagekraft, wenn du das mal auseinandernimmst. Ne? Ich meine, was heißt das jetzt da? Ja, ja, die machen halt Backups, ob das jetzt so sinnvoll ist oder nicht, will ich gar nicht beurteilen. Ja. Und da konnte man, also ich hoffe, das ist heute nicht mehr so leicht, aber ich weiß es aus eigener Erfahrung. Vor 15 Jahren konntest du da einen Juristen beeindrucken, der keine Ahnung von der Technik hatte. Ja. Ich hoffe, dass das heute nicht mehr so häufig vorkommt, aber ich schließe es nicht aus. Ja, ich will es auch nicht ausschließen. Ich kenne ja, es ist ja umgekehrt genauso. Ne? Also der Techniker, der den Juristen fragt, ob das, ich habe schon auch oft erlebt, ne? Dann Verträge auseinandernimmst und du verlässt dich natürlich drauf, dass das alles super ist. Und wenn du dir dann mal die Mühe machst als Datenschützer, kommt man ja ab und zu mal dazu, den einen oder anderen Vertrag dann wirklich mal ein bisschen genauer zu lesen. Und da mag man zwar jetzt keinen Jura studiert haben, aber das eine oder andere kann man ja hinterfragen und stellt dann auch genauso wie hier umgekehrt halt fest, naja, da steht halt auch viel Wasserdampf, ne? Du siehst halt nichts mehr, ne? Aber im Prinzip steht da auch manchmal nur Soße drin, ne? Also nichts, was man wirklich gebrauchen kann. So kann es hier ja auch gehen. Ne? Also eine meiner Lieblingsformulierungen, die ich häufig in Verträgen finde, die Daten sind nach dem so und so 35 Mal zu überschreiben. Ja, super. Das ist dann auch so fast auch so. Hergeholter Scheiß, genau. Weil in der Praxis funktioniert es halt nicht, ne? Also wie du gerade gesagt hast, mit wenn ich in der Datenbank lösche, auch schwierig und so weiter. Aber ich dachte jetzt kommt die Ehrenrettung, ne? Weil ich habe jetzt, wie gesagt, angeklickt, Frage zur Datenverschlüsselung. Das heißt, vorhin hat man Frage zur Sicherheitssoftware, ich scroll nochmal hin, Verschlüsselung, Open SSL. Ja, und man dachte, okay, da Transportverschlüsselung. Dafür gibt es eine eigene Frage, Datenverschlüsselung. Datenverschlüsselung, was da ist das? Da habe ich mir jetzt erwartet, dass es darum geht, was wir vorhin angesprochen haben. Abgespeichert wird, ja, okay. So, und? Durch welche Maßnahme wird die Datenverschlüsselung umgesetzt? Der Client, Browserverschlüsselung durch SSL. Ja, klar. Ja, also wir kriegen dieselbe Antwort. Ja. Und, also es wurde nicht besser. Es wurde nicht besser. Also sagen wir mal andersherum. Eigentlich könnte man jetzt als, wenn man das jetzt so als, ich sage jetzt mal, was wir ja auch manchmal machen, haben wir ja auch schon beide mal gemacht, auch zusammen sogar schon, sowas wie Audits macht, also eine Überprüfung, ne, von dem, was erzählt wird und was vielleicht auch dokumentiert ist oder was in Verträgen steht, zu dem, was in der Wirklichkeit umgesetzt ist, macht man dann praktisch eine Überprüfung und dann guckt man sich unter Umständen auch mal was technisch an. Haben wir ja auch schon gemacht. Da wäre das jetzt genau der Punkt, wo man sagen würde, alles klar, haben wir verstanden, aber wir haben hier definitiv einen Punkt gefunden, wo wir ein bisschen genauer gucken müssen, nämlich wie sieht es eigentlich mit der Datenbankverschlüsselung aus, wie sieht es eigentlich mit der Dateiverschlüsselung aus. Definitiv was ich mir genauer angucken würde, weil definitiv halt eben hier keine Antworten gegeben werden. Ja. Also ja, und ich muss mir jetzt überlegen, wenn ich das nächste Mal hier mit dem Verein zu tun habe. Verein, in Anführungszeichen, das nenne ich jetzt mal Verein. Das ist also, diese Website ist powered by Typo 3. Also Typo 3, ja, kriegt man auch nicht so leicht los. Aber es steht drunter Copyright 1998 bis 2022. Also die Typo 3 Version ist aktuell. Die Datenschutzhinweise sind vielleicht von 98, weil ich habe jetzt gefunden, das ist was für dich. Angaben gemäß Artikel 28 DSGVO. Ja, ja. Immerhin ist es nicht mehr BDSG. Ja. Wie ist die Sicherheit der Verarbeitung gewährleistet? Und? Die technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Sicherheit der Verarbeitung entsprechen den Vorgaben des Artikel 32 DSGVO. Ja, das ist sowas. Ja. Immerhin. Und es wurden Vereinbarungen mit den Subauftragsverarbeitern geschlossen. Ja, muss man, steht so im Gesetz.
BDSG ja, findest du heute Anlage noch. Also, dem Vertrag beigefügt. Ich habe hier letztens, weil du das gerade so sagst, ne, ich habe hier letztens eine Infoseite aufgemacht bei einem namhaften Verkäufer von IT-Dienstleistungen aller Art. Und da auch wieder der typische erste Satz, ne, wir nehmen ihre Datensicherheit und den Datenschutz super wichtig. Ne, das ist für uns eine Ehre, da alles zu tun, was notwendig ist und so. Und dann irgendwann kommt dann, ja, im Bundesdatenschutzgesetz steht ja das und das und das machen wir. Ne? Und da weißt du halt, naja gut, okay, DSGVO tauchte da nirgendwo auf. Und ja, also war klar, ne, dass die nehmen das so super ernst, die haben das noch nicht mitgekriegt, ne, dass wir da schon seit Jahren eigentlich eine ganz andere Gesetzgebung haben. Ne? Ja, ich bin begeistert. Oder das sind so die Tage. Also wir sind jetzt durch, das waren nur neun Fragen. Das war schon alles, ja. Das ist auch nicht schlecht. Das waren jetzt neun Fragen aus den FAQ zum Datenschutz. Ja. Und ich mache jetzt, nochmal einen Versuch hier aus meiner Liste und klicke nochmal blind auf irgendwas in der Suchmaschine. FAQ zum Datenschutz. Mal gucken, wo ich jetzt gelandet bin. FAQ zum Datenschutz. Oh nee, das ist Google Nest. Das, ja, sind das sind die Datenschutzhinweise von Google selber, eventuell. Okay. Ja, da würde ich mal sagen, die haben genug Leute. Da ist zumindest ein bisschen was drin, aber welche Arten von, ja okay, das ist umfangreich ausgefüllt, weil das sind Texte, das sind jetzt Seiten, also das ist ja gut, die haben auch einige. Die haben auch einige an Daten, also das sind jetzt, würde ich mal sagen, so 200 Seiten, die machen wir jetzt mal nicht, vielleicht finde ich andere FAQ. FAQ zum Datenschutz. Aus der Baubranche, vielleicht ist das. Jetzt muss ich erstmal hier Cookies ablehnen. So. Da kommt jetzt dein Satz. Wir ich habe mich blenden lassen. Da steht, wie nehme ich als betroffene Person Kontakt zum Thema Datenschutz bei auf. Okay. Bei Fragen zum Datenschutz können Sie uns direkt unter datenschutz@, dann geht es ein bisschen weiter, erreichen. Ihre betroffenen Rechte können Sie bei uns unter Angabe Ihres vollständigen Namens, der hinterlegten E-Mail-Adresse und Telefonnummer geltend machen. Weiterführende Informationen finden Sie hier. Da klicke ich jetzt mal drauf. Jetzt kommt dein Statement. Uns ist Ihre Privatsphäre wichtig. Mhm. Sie sollen sich bei uns sicher fühlen, daher achten wir auf uns. Wir und unser Datenschutzbeauftragter auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben, insbesondere der seit 25. Mai 2018 geltenden Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Jetzt gucke ich mal, ob da ein bisschen mehr drin steht. Das sind die typisch generierten Seiten, die man kennt. Es sind jetzt aber keine FAQ. Das heißt, aus den FAQ mit der Frage, wie kann ich was zum Datenschutz erfahren, wurde ich jetzt auf das geführt, also von daher nicht vergleichbar zum vorherigen, aber immerhin haben die sehr umfangreich zu den betroffenen Rechten, Dauer der Datenspeicherung, wir speichern ihre Daten so lange, wie es der jeweilige Zweck erfordert, ja, formuliert man so, kann man gar nicht anders formulieren, aber dann kommt eine Auflistung, Angebotsdaten, ein Jahr, seit der letzten Rückmeldung des Kunden, Reservierungsdaten, 2 Monate nach Erledigung. Ich weiß schon, wo du bist. Ja, das ist also im Baubranche. Also du reservierst irgendwie wahrscheinlich einen Bagger oder was. Ja. Serviceanfragen, 3 Monate nach Abschluss. Vertragsunterlagen, 10 Jahre. Ja, ist Handelsrecht üblich. Versicherungsfälle, 3 Jahre nach Abschluss der Bearbeitung. IP-Daten, 3 Jahre. Das ist ein bisschen lang. Regelmäßige Verjährung. Das halte ich auch für lang. Bankdaten plus Bankcard-Kunden. Nee, Bankdaten der Pluscard-Kunden, so ist es. Okay. Also die haben irgendwo eine Abo-Card, wahrscheinlich habe ich jetzt den Anbieter verraten oder so. Nach Beendigung des letzten Vertrags.
Okay. Also direkt danach. Also wo man sich definitiv drüber unterhalten könnte, wäre tatsächlich all der Grundsatz. Ich finde das immer ganz interessant, weil man es daran mal festmachen kann. Ne? Also notwendige Verarbeitung, solange der Verarbeitungszweck letztendlich das auch braucht. Ne? Und IP-Daten jetzt drei Jahre so, das passt. Das nicht. Ist schon extrem lang, ja. Weil selbst mit der Argumentation, die ja sehr, sehr häufig vielleicht auch nicht unbedingt immer unberechtigt, aber häufig doch auch unberechtigt, so in die Richtung geht, ja, wenn da Hackerangriffe und wir müssen Verfügbarkeit und gucken, was da passiert ist und so, ist schon sehr zweifelhaft. Ne? Weil was willst du nach 3 Jahren mit den IP-Daten, alles, was da irgendwie über die Server gerollt ist, was willst du damit noch nachweisen? Ja, dass da die Russen angegriffen haben oder was eh schon schwierig ist. Aber halte ich für definitiv diskussionswürdig. Ne? Ja, und vor allem, wenn du guckst, also ich vermute, das bezieht sich jetzt auf die Website hauptsächlich, den Formulierungen nach. Ja, aber da brauchst du es ja. Ne? Bei den IP-Daten, ja. Ne? Das ja, geht ja, jetzt, ja, ja, klar. Weil wenn du aber hier im Baugewerbe ist, ja. Ne, über eine Internetseite mit der Baubranche zu tun hast, ne, dann wird das jetzt nicht irgendwie Server-zu-Server-Kommunikation sein. Ja, erwarte ich jetzt da nicht, weil hier geht es um Dienstleistungen und Produkte. Also ja, da machst du, aber da machst du ja auch in der Regel 3 Jahre regelmäßige Verjährung und da ist ein Zweck erforderlich, das ist grenzwertig, ja. Das ist absolut. Überfällig. Also das müsste das nicht müsste wirklich, und vor allem auch da, was auch gerne nicht so beachtet wird, ne, brauche ich diese Daten an jeder Stelle. Ne? Also ich sage jetzt mal, wenn ich nachweisen will, dass da eine Mietung zum Beispiel, hat da einen Backer gemietet oder was auch immer, ich weiß es jetzt nicht. Ne? Mhm. Also irgendwas vertragsrechtlich notwendig ist, dass es aufgehoben wird, dann hat das mit den IP-Daten auf dem Webserver nichts mehr zu tun, weil da wird irgendwann ein Vertrag geschlossen, der wird irgendwo hingespeichert, dann wird er abgelegt in ein Archivsystem und dann liegt er im Archivsystem und dann hat da sonst niemand was drauf zu suchen, außer kommt nochmal einer um die Ecke und sagt, hier, der Vertrag ist ungültig oder sonst irgendwas. Also das ist dann, wird da häufig, ich sage jetzt mal, nicht so ernst genommen, nämlich diese an verschiedenen Stellen Zeug aufzuheben, nur damit es halt aufgehoben ist. Macht oft überhaupt keinen Sinn. Und das wäre so was ich definitiv da hinterfragen würde. Ne? Ist das wirklich notwendig? Wofür braucht ihr die da? Und kann man das nicht auch anders machen? Ja. Dann habe ich nochmal die Empfänger der personenbezogenen Daten. Ne? Das ist jetzt scheinbar verbundene Unternehmen sind. Ja, also andere Gesellschaften in Deutschland. Ja. Okay. Also die gehören zu einem Firmenverbund. Postdienstleister, Spediteure, Versanddienstleister, Akten- und Datenträger, Entsorgung. Ja passt. Also es ist nicht schlecht, weil Akten- und Datenträger, Entsorgung, also auch der deine Daten vernichtet, das musst du mit Vertrag machen und der empfängt die erstmal, weil deswegen schließt du dann die Datenträger, da ist alles drauf. Ja. Dienstleister zum Beispiel, Handwerker, also da sind wir bei dem Thema, da wird irgendwie Handwerk oder irgendwie so Aufträge, Kundenaufträge und so vermittelt auch mit. Ja, IT-Dienstleister im Rahmen der Wartung und Softwarepflege ist okay. Jetzt kommen die spannenderen Dinge. Dienstleister, Bonitätsprüfung, Inkasso, Dialog, Callcenter, die dich dann nerven. Ja. Dienstleister für erforderliche Zwecke sowie Analyse- und Marketingzwecke. Detaillierte Informationen finden Sie in den Cookie-Einstellungen. Okay. Und dann kommen ein paar Firmen, die da mit drin sind, die nenne ich jetzt nicht. Aber manche kennt man. Also Finanzdienstleister, Bezahlung und so weiter. Und Weitergabe an den Landes- und Bundesbehörden zur Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen. Zum Beispiel Finanzamt, musst du auch machen, gibt es eine gesetzliche Grundlage. Ist juristisch alles korrekt angegeben. Aber auch da. Inkasso, Dialogmarketing, Ich bin aber auch da wieder genau bei dem Punkt welche Daten zu welchem Zweck und warum. Ja. Und diese Ebenen, ne? Das sind auf der einen Seite, du guckst da jetzt, wahrscheinlich ist das eher fokussiert auf Web-Interface, also wo du jetzt im Prinzip auch drauf bist. Ne? Und da stehen aber ganz viele Sachen noch hinten dran, die damit eigentlich dann nur noch sekundär zu tun haben. Ja. Und dann kriegst du das natürlich, das ist alles korrekt, was da steht, aber die Funktion ist hier nicht klar und der Zusammenhang ist ja nicht klar. Und das finde ich dann oftmals auch wirklich nicht so, ich sage jetzt mal so schön gelöst. Wobei man da jetzt mal grundsätzlich sagen soll, die haben immerhin Angaben. Ja. Ja. Gibt 1000 andere, die da irgendwelchen Kram hinschreiben, alle schütteln irgendwie, die zucken mit den Schultern und können da gar nichts mehr. Aber da ist ja wenigstens mal einigermaßen vollständig, so wie es ausschaut, zumindest mal was niedergelegt. Ne? Also die haben einen Datenschutzbeauftragten, der das wirklich
gründlich macht und er hat das alles mal zusammengeschrieben, weil da ist jetzt Datenschutzerklärung für unseren Facebook-Auftritt und der ist auch up-to-date, weil da geht's. Also da geht er schon verschiedene Ebenen dann auch durch. Ja. Ich meine, ich finde es nicht schön, aber es ist auf jeden Fall sauber, genauso wie es sich gehört, und zwar ein Vertrag für die gemeinsame Verantwortung mit Facebook. Das ist ja aktuelle Meinung der Aufsichtsbehörden und stimmt auch, dass du das nicht sozusagen einfach so weitergeben darfst, sondern so einen Vertrag brauchst. Und das ist ja mittlerweile dort auch das Vertragsmodell. Also es ist juristisch alles korrekt. Ob es dem Einzelnen dann hilft, ist so eine Sache. Ne? Hat der jetzt was davon? Auf jeden Fall, die ist auf jeden Fall ausreichend umfangreich, um sich vor Abmahnungen zumindest, sowas zu schützen. Ja. Und die ist korrekt. Also es, als Datenschutzbeauftragter musst du das so machen. Ja, und ich ist sag mal, gut zusammengestellt, ist, strukturiert, aber für die nicht Datenschützer und juristischen Laien, das ja, was, aber ich hilft dir manches nicht. Das, ne? Natürlich, das beantwortet dir nicht alles, ist auch klar, muss ja auch dann irgendwie Fachfrau sein oder so, aber diese Thematik hat zumindest schon mal den Vorteil, du siehst, da ist sich mit befasst worden. Du siehst, das ist sieht einigermaßen rund aus. Du kannst jetzt erwarten, dass wenn du tiefergehende Fragen hättest, den Datenschutzbeauftragten da anschreiben könntest, ja, und was auch hier und da absolut sinnvoll ist, ne, wenn man Fragen hat, dafür ist er da. Er jetzt nicht unbedingt den Eindruck machen müsste, da vor den Kopf gestoßen zu sein, um die richtigen Antworten dann auch zusammenzusuchen. Ne? Weil und ich gehe davon aus, beschäftigt, ne? Wenn der das so zusammenstellt, der hat Ahnung davon, der weiß, was juristisch zu tun ist, und deswegen würde ich auch einschätzen, dass intern, wenn die irgendwelche Dinge machen, das auf jeden Fall bei einer Datenschutzfolgeabschätzung auch sauber läuft und dort auch Know-how vorhanden ist und der dann auch quasi die in die richtige Richtung lenkt. Das, ob das immer funktioniert, ist sowieso eine Sache, das ist, kennen wir aus dem Tagesgeschäft, ob dein Gegenüber dann nicht doch irgendwas schlecht macht oder Mist baut, da bist du nie geschützt davor und da erlebt man vieles, aber ansonsten würde ich auch unterstellen, die haben einen brauchbaren Datenschutz, also wie gesagt, Baubranche, hätte man das vor 10 Jahren nicht erwartet, würde ich mal sagen, und die sind mittlerweile auch auf dem Stand, wo ich sage, ja, finde ich okay, da hat sich was getan, ist halt, wie manche behaupten, manchmal ein Verwaltungsmonster, und das könnte man so bezeichnen, aber es gehört natürlich schon dazu, weil ansonsten kriegst du das nicht in den Griff. Naja, es gibt ja genug Beispiele, wo es ja schlicht und ergreifend nicht im Griff ist, ne? Also so jüngste Sachen so mit Verfolgungs-Apps und so, die dann irgendwie mit ganz anderen Zwecken eingesetzt werden, oder zumindest Daten daraus. Bin ich absolut bei dir. Und die große Frage, die sich stellt, ist halt, hat das auch damit zu tun, dass die Strafen oder die möglichen Strafen doch wirklich jetzt mit der DSGVO auch, ich sage jetzt mal, durchgesetzt werden, immer häufiger durchgesetzt werden und auch wirklich erheblich sind, gerade bei so größeren Unternehmen, also ich weiß jetzt nicht, wer es ist, aber so ein Unternehmensverbund, so wie es aussieht, scheint ja doch ein bisschen größer zu sein, hat anscheinend auch tatsächlich da ein bisschen eine Abteilung, die da arbeitet, was den Datenschutz angeht, dass das damit zusammenhängt, ne? Dass dadurch, dass mehr Strafen drohen, dass das jetzt ernster genommen wird, auch in Branchen, die sich früher vielleicht eher weniger um das Thema gekümmert haben. Ja. Und es zeigt auch, Datenverarbeitung ist halt überall da. Es gibt nichts ohne Datenverarbeitung. Also wie gesagt, heutzutage, das ist jetzt Baubranche, ist heute überall. Also es gibt ganz, ganz wenige, wo es das nicht stattfindet. Aber das ist quasi, ohne Datenschutz geht es da nicht. Und das glücklicherweise gehört es dazu. Die DSGVO hat halt auch dafür gesorgt, dass das die notwendige Aufmerksamkeit hat, wie du gerade sagst. Das ist schon so. Naja, dann würde ich mal sagen, für heute kann man das vergessen. Ja, sicher kann man das vergessen. Wir haben viel vergessen. Und hoffentlich vergessen wir das. Dann euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.